Auch in diesem Jahr gibt es ein neues Assassin's Creed. Syndicate heißt es und nicht Victory, wie wir zuerst gedacht haben. Allerdings, wir sehen ja immer, wie viele Leute lesen Artikel, wie viele Leute schauen sich Videos an. Und wir stellen fest, Assassin's Creed Syndicate stößt auf erstaunlich wenig Interesse, zumindest bei unseren Nutzern bisher. Wir haben vor der Gamescom eine Umfrage gemacht, welche Titel unsere Zuschauer, Leser und Nutzer denn am meisten interessieren. Und da kam Assassin's Creed Syndicate dann nicht mal in der Top 10 der Titel überhaupt vor. Was läuft da schief? Wie kann das alles sein? Ich habe hier zwei Leute, die darüber streiten möchten. Ja, so richtig hoffentlich. Ich hoffe, ihr habt irgendwo schon hier Handfeuerwaffen und Morgensterne versteckt. Nämlich den Dimi, der sagt, hey, das ist alles überhaupt kein Wunder. Assassin's Creed entwickelt sich nämlich schon seit Unity in eine falsche Richtung und mit Syndicate geht es jetzt auch noch weiter. Und den Heiko, der sagt, ich verstehe nicht, was mit den Leuten los ist. Ich finde es super, was Assassin's Creed mit seinen neuen Teilen macht. Und jetzt würde ich sagen, fasst doch mal vielleicht ganz kurz eure Standpunkte zusammen und der Dimi fängt an. Okay, also ich bin der Meinung, dass Assassin's Creed Syndicate eine Tendenz aufgreift, die es schon seit Unity gibt, beziehungsweise in bestimmten Punkten auch schon vorher, nämlich, dass es sich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die keiner der Zielgruppen, die es hat, so wirklich gerecht werden kann. Das ist gut. Sehr. Ja, ich bin da komplett konträrer Meinung. Ich finde sogar, dass Assassin's Creed ein Vorzeigebeispiel dafür ist, wie man jährliche Updates frisch hält, indem man sich bemüht, tatsächlich auch die Spielmechanik immer weiter zu entwickeln, auch immer wieder neue Ideen zulässt. Okay. Dann würde ich sagen, tauschen wir doch mal einzelne Argumente und Punkte aus. Du sagst, die setzen sich quasi zwischen die Stühle. Jetzt würde ich doch mal sagen, lass uns mal aufdröseln. Was sind denn sozusagen die Zielgruppen oder die Punkte, die jetzt in Assassin's Creed drin sind? Ich würde mal behaupten, korrigiere mich, ne? Also es gibt Leute, die spielen es wegen der Story, denen geht es um die Story. Es gibt Leute, die finden diese Spielmechanik toll und dann ist es vielleicht auch nochmal dieses historische Szenario in der Form einer offenen Spielwelt. Das wären so die drei Punkte, korrekt? Ja. Gut. Dann würde ich jetzt die Frage stellen, was macht da Syndicate und vielleicht auch schon Unity verkehrt im Vergleich zu früher? Also natürlich schwer ohne jetzt zu ausschweifend zu werden, ja, über einzelne Aspekte zu reden. Ja. Fass doch mal ganz kurz zusammen, zum Beispiel, wenn wir mal uns den Punkt der Story rauspicken. Was ist da schiefgelaufen, deiner Meinung nach? Also für mich war, man kann verschiedener Meinung sein, wie diese Gegenwartsstory sich dann letztlich entwickelt hat. Aber für mich war Assassin's Creed ursprünglich genau dadurch interessant, dass es nämlich zu einer Zeit, als meiner Meinung nach der AAA-Markt nicht so viele sehr, sehr coole Vorzeigestories hatte, hat es mich überrascht damit, dass es diesen interessanten Twist hatte. Einerseits ein historisches Setting, was man auch selten hat, und andererseits aber dieser Sci-Fi-Aspekt, dass diese beiden Dinge über dieses Animus-Ding miteinander zusammenhängen. So. Und für mich war es unheimlich spannend, im ersten, im zweiten Assassin's Creed bis Brotherhood, bis Revelations rauszukriegen, wie hängt das miteinander zusammen, was ist da der große Kontext in dieser Welt, was steckt da dahinter. Und mit Assassin's Creed 3 haben sie diese Gegenwartsstory in meinen Augen ziemlich gegen die Wand gefahren. Das war kein befriedigendes Ende. Ich glaube, da sind sich viele auch einig. Und seitdem dümpelt das so völlig vor sich hin. Ich bin der Meinung, klar, Black Flag hat vor allem spielerisch getrumpft, aber die Storys der einzelnen Assassin's Creed-Spiele waren nicht besonders gut. Unity hat sich sehr darauf verlassen, diese Liebesgeschichte zu erzählen, aber gleichzeitig versucht, den Kontext zu kriegen zu diesem Assassinen-Templar-Ding, der aber letztlich in der Kampagne selbst eigentlich relativ irrelevant war. Also man hätte die Parteien locker auch einfach austauschen können durch andere Namen. Und diese Gegenwartshandlung, das waren dann einfach drei Cutscenes. Das war alles, was man dazu hatte. Ist auch sehr in den Hintergrund getreten mit Unity. Heiko, bist du vielleicht nie ein Fan der Gegenwartshandlung gewesen? Für mich war das Faszinierende an Assassin's Creed vom ersten Teil an, ich bin ein Assassine in einem historisch korrekt umgesetzten Szenario. Die Science-Fiction-Geschichte fand ich schon im ersten Teil sehr schwurbelig. Ich erinnere mich mit Grausen an das Ende des ersten Teils, wo man auch einen entscheidenden Twist nur dann mitgekriegt hat, wenn man ganz zum Schluss auf irgendeine Wand geschaut hat mit irgendeinem Blick. Und das haben sie ehrlich gesagt für mich schon im ersten Teil versemmelt. Ich fand es immer nur spannend, was kommt als nächstes Szenario dran und wie gut kriegen sie dieses Assassinen-Gameplay tatsächlich umgesetzt. Deswegen fand ich zum Beispiel gerade diese Brotherhood und Revelations-Teile waren für mich die schwächsten, weil das im Prinzip nur Abklatsche waren von bereits Bekannten, nämlich mit Teil 2. Für mich das Beste Assassin's Creed bis heute ist tatsächlich der zweite Teil und dann Pari Teil 4 und auch tatsächlich dann Unity, weil die sich dann wieder bemüht haben,
Assassine, neues Szenario, neue Möglichkeiten. Das ist für mich das Faszinierende dran. Gut, dann sprechen wir doch mal über das Szenario. Wir haben ja eh schon identifiziert, dass so dieses historische Open-World-Szenario jeweils auch ein großer Punkt ist. Und dann würde ich ja behaupten, hast du wahrscheinlich auch da das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz den Nerv treffen. Ja, also das hängt auch mit der Story zusammen. Ich finde einfach die, wenn man mal bedenkt, was Assassin's Creed früher für einen Anspruch hatte, komplexe Parteien aufzuzeigen, verschiedene philosophische Standpunkte darzustellen. Jetzt hast du im Trailer dieses Ding, industrielle Revolution, wenn man von den Reichen klaut, ist es ein Verbrechen, wenn man von den Armen klaut, ist es Kapitalismus. Das sind so plakative Phrasen, also ich glaube, selbst ein Marxist müsste da 5 € in die Phrasenkasse zahlen, weil es einfach so ausgelutscht ist. Und das wird mir präsentiert jetzt von der neuen Geschichte von Syndicate, wo ich darauf warte, erzählt mir doch jetzt endlich mal, wie diese große Geschichte weitergeht. So, und das, in meinen Augen ist das einfach. Und ich finde, das Setting mit London ist prinzipiell interessant, aber das, was ich bisher davon gesehen habe, greift das einfach nicht so konkret auf. Das war ein Problem, das Unity auch schon hatte. Du hast die Französische Revolution, so ein spannendes Setting. Aber dass man sich mal irgendwie damit auseinandersetzt, mit Figuren wie Robespierre, mit Figuren wie Napoleon, dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, was ist Robespierre für eine Figur? Nee, der ist dann einfach, weil er halt, also man hat dafür gesorgt, dass dieses Setting von Templern und Assassinen so reingemünzt ist, dass man eben auf Seiten der Freiheit, der Demokraten kämpft. Und auf der anderen Seite Leute wie Robespierre, die sind dann halt böse, das sind dann die Fieslinge. Und in der historischen Realität ist das einfach viel, viel komplexer. Und das hat Assassin's Creed überhaupt nicht aufgegriffen. Ja, aber welches Spiel macht das denn? Und ich sag mal so, es hat zumindest gereicht, dass sich die französische Regierung darüber aufgeregt hat. Und du triffst eben Leute wie Napoleon, wie eben Robespierre. Du hast Geschichten eingebaut, wie tatsächlich da die Enthauptung oder die Königsenthauptung da auf dem, ich muss sagen, Place de la Marseille oder so, wo über 10.000 Leute da. Für mich ist es dann, also Assassin's Creed hatte ja nie den Anspruch, jetzt ein historisch korrektes Spiel zu sein. Aber es setzt mich in diese Szenarien rein. Das reicht mir. Also welches anderes Spiel erfüllt diesen Anspruch, den du hast an Assassin's Creed? Ich finde, Assassin's Creed hat es vorher schon erfüllt, beispielsweise durch Figuren wie Da Vinci, der sehr, sehr plastisch gezeichnet war, wo auch so Sachen wie Homosexualität angesprochen wurden. Klar, in Assassin's Creed ist jetzt nicht... Ja, aber doch auch nur an der Oberfläche. Ja, Assassin's Creed ist jetzt keine super philosophische Debatte, aber auf der anderen Seite war es in Unity so, du triffst diese ganzen historischen Persönlichkeiten und es läuft im Prinzip so ab, so Forrest Gump-mäßig, so, yo Napoleon, komm, wir machen mal eine Mission zusammen, ey, ich bin Robespierre, ach so, hallo. Und dann hat man 3 Missionen mit dem was zu tun. Es ist so oberflächlich, dass ich finde, das Setting trägt dem einfach nicht Rechnung. Und ich habe ein bisschen Sorge, wie das eben bei der industriellen Revolution aussieht. Wenn man dann am Ende nur hat, dieses, ja, die Kapitalisten sind die Bösen und die muss man bekämpfen und man ist dann auf Seite von seiner eigenen Arbeitergang. Ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht das Setting oder die Komplexität an Setting, die ich mir wünsche. Ach, das sehe ich, also die Kritik teile ich überhaupt nicht, weil ich persönlich zum Beispiel auch finde, bei der Masse an Charakteren, sie wählen eine bestimmte Interpretation, bei Robespierre hatten sie diese Interpretation und es gab viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, wo dieser Konflikt eben auch da war und sie haben da ja auch bestimmte Dinge aufgegriffen, wie eben Napoleons Geliebte, wo es dann Nebenquests gab, wie Robespierre, der dann tatsächlich ja dann auch in diesen Sumpf dann, man hat ja auch mal ein Bordell dann abgeholt und so, es wurde vieles angedeutet, diesen historischen Anspruch will es ja auch nicht erfüllen. Ich fand zum Beispiel auch in Assassin's Creed 4 haben sie das super gemacht. Also mir geht es darum, so blöd es klingt, aber für mich ist es ein unterhaltsames Sightseeing. Ja? Ich werde da reingeworfen, ich erwarte da jetzt nicht philosophische oder historische Debatten, sondern ich will Spaß haben als Pirat, ich will Spaß haben, an Notre Dame rumzuklettern. Und wenn es da noch korrekte historische Referenzen gibt, umso besser. Und für mich, muss ich auch ganz offen sagen, für mich liebt in Assassin's Creed auch weniger von den einzelnen Figuren. Und sind wir mal ganz ehrlich, das allererste Assassin's Creed war pure Mechanik und da war mit Figuren fast gar nichts drin. Sondern vor allen Dingen lebt es für mich davon, ein Assassinenspielplatz zu sein. Das Szenario ist für mich das, was mich reinzieht. Und da finde ich, hat Assassin's Creed Unity mit diesem sehr lebendigen Paris, mit dieser im Maßstab von fast 1:1 nachgebauten Notre Dame, einfach dieses Assassinen-Feeling in einer historischen Stadt rumzuklettern, fast, also mit am besten hervorgeholt. Aber ich finde gerade, das Paris war, ja, es war schön gestaltet, es war eine schöne Szenerie, aber was man letztlich darin machen konnte, fand ich im Vergleich zum Black Flag zum Beispiel, war das einfach ein klarer Rückschritt. Du konntest, allein bis ich mal raus hatte, dass man überhaupt seine Waffe ziehen kann per Tastendruck und dass sie das nicht entfernt haben, das hat schon eine Weile gedauert. Du hattest so wenig Interaktionsmöglichkeiten mit dieser Spielwelt. Ich finde,
Das war es dann auch irgendwo nicht wert. Aber hatten sie doch noch nie jetzt in einem. Also für mich ist das die Interaktion mit der Spielwelt, als Assassine in der Spielwelt zu interagieren. Und da hatte Unity von Bewegungssteuerung mal abgesehen, dass es noch ein bisschen clunky war, aber für mich die richtige Richtung hatte, mit dem, dass ich jetzt endlich eben auch für mich entscheide, ja, endlich mal wieder in. Wenn ich ein Attentat, weil darum geht es ja in dem Spiel. In dem Spiel geht es nicht darum, zu verstehen, wie Robespierre getickt hat, sondern für mich geht es darum, alles klar, das ist mein Ziel, das ist dein Spielplatz, seh zu, wie du zum Ziel kommst. Und damit durch die Öffnung des Missionsdesigns in Unity war für mich sogar ein richtiger Schritt. Ja, aber selbst das, ich finde, Assassin's Creed war nie eine Serie, die es gut hinbekommen hat, ein Schleichspiel zu sein. Das war es einfach nie. Es war ein Spiel, das sehr, sehr starken Fokus auf den Flow gesetzt hat. Es ging darum, schnell über Dinge hinwegzukommen, dieses Parcours-Dings zu beherrschen. Und ich fand die Richtung von Black Flag eigentlich stärker, dass es gesagt hat, okay, wir versuchen alle Spielmechaniken so zu dynamisch zu gestalten, dass sie unheimlich schnell, unheimlich intuitiv sind, unheimlich eingänglich sind. Und ich finde, bei Unity war das. Da haben sie Komplexität versucht reinzupacken, aber an den falschen Stellen. Diese offenen Areale haben darunter gelitten, dass das Schleichen nicht wirklich präzise war. Du konntest, die Cover-Mechanik hat selten funktioniert. Die Figuren haben, es war so klar, wo du hingehen musst, um bestimmte Tipps und so weiter zu bekommen, welche Routen du gehen musst. Und es gab in der Regel trotzdem fast immer ein, zwei Routen, die so viel besser waren, dass dieses offene, und dann kam noch hinzu, dass das Kampfsystem nach wie vor nicht besonders schwierig war. Selbst mit diesen aber fünf besser Sternen, als in den Vorgängern. Ich bin der Meinung, das nicht, weil letztlich, du hast zwar keinen Konter-Move mehr gehabt, aber dadurch, dass du einfach parieren konntest und dann einen Konter offen hattest, dann hat sich diese Sache, die früher nur eine Bewegung war, einfach nur aufgespalten in zwei verschiedene Bewegungen. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mich zumindest hat es bei mir den Effekt gehabt, dass ich aktiver als in jedem Assassin's Creed zuvor versucht habe, Kämpfe zu vermeiden. Und das ist für mich in einem Assassin-Spiel schon ein Fortschritt. Also mir haben die Kämpfe Spaß gemacht und vor allen Dingen waren sie für mich, und das zum ersten Mal in einem Assassin's Creed, eben nicht mehr, waren sie nicht egal, wenn sie passiert sind. In dem Assassin's Creed 4 oder 3 oder 2, ja, Attack, na, egal, hau ich halt alle um. Ja, und mir hat das Schleich-Gameplay schon immer mehr Spaß gemacht als das Kämpfen in Assassin's Creed. Aber jetzt zum ersten Mal dieses Gefühl zu haben, verdammt, ertappt, jetzt wird's schwierig. Das fand ich schon mal, auch das ein Schritt in die Richtung. Ich sage nicht, dass sie das perfekt umgesetzt haben, aber ich finde es bemerkenswert, wie sie versuchen oder wie sie versucht haben, ob es ihnen gelungen ist oder nicht, aber zumindest dieses Assassinen-Gameplay wieder in den Fokus zu setzen. Und diesen Weg wollen sie jetzt ja auch weitergehen in Syndicate. Deswegen bin ich da schon sehr, sehr gespannt, wie sie das eben hinkriegen. Ja, ich finde die Richtung, in die es jetzt geht, einfach genau in den Punkten nicht gut, weil die neuen Features, die sie vorstellen, ganz ehrlich, jetzt gibt es Kutschen und jetzt gibt es Wurfmesser und jetzt kann man mit Wurfmessern Fässer zum Fallen bringen. Das sind die großen neuen Features von Syndicate, mit denen es versucht, im Prinzip das alles wieder zu ich weiß nicht. Zu reparieren. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich ganz kurz hier, weil so langsam, wir müssen auch langsam schon zu einem Ende kommen. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz an diesem ganzen Szenario und an dem, was Sie da gebaut haben, noch mal eine Frage stellen wollen. Und zwar, Sie haben jetzt zweimal hintereinander einfach irgendeine europäische Metropole. Sie sagen natürlich hier, das ist sozusagen back to the roots, ne? Und die Fans haben sich das gewünscht und deswegen haben sie auch zum Beispiel diese Klettermechanik jetzt mit ein bisschen quasi Zwangsinteraktion versehen. Die Frage, die ich stellen wollen würde, ist, ist das vielleicht tatsächlich, also wir wissen ja zum Beispiel, diese Schiffskampfmechanik, das ist ja tatsächlich entfernt. Ne? Dass ich da habe, ja, aber es war ja auch aufgesetzt. Also das hat ja mit Assassin's Creed nichts zu tun. Also mit der Grundidee von Assassin's Creed. Müsstet ihr jetzt streiten, ne? Ob das, aber da kämen wir jetzt in eine Diskussion über Black Flag rein. Ja. Meine Frage ist tatsächlich, sehen wir einfach nur den Übergang von Assassin's Creed zur Next Generation und gestaltet der sich vielleicht schwieriger als von Ubisoft vorhergesehen und deswegen mussten sie vielleicht einen Schritt zurückgehen, bevor sie vorwärts gehen? Genau, das ist tatsächlich meine große Hoffnung, die ich für Assassin's Creed Syndicate haben, warum ich mich tatsächlich auch noch drauf freue. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Assassin's Creed Unity das Assassin's Creed 1 ist. Also, dass, okay, wir wissen ungefähr, was wir wollen, wir haben es aber nicht ganz hingekriegt. Und das war bei Assassin's Creed 1 auch schon so sichtbar und Assassin's Creed 2, ja, jetzt wissen wir wissen, was wir wollen und jetzt kriegen wir es auch hin. Das muss jetzt Syndicate für mich leisten. Syndicate muss für mich das Unity sein, was sie nicht hinbekommen haben. Und gerade auch, ich finde, da ist dieses industrielle Revolution-Szenario, ich finde das spannend, auch allein wegen der Gadgets, die man da einsetzen kann. Für mich persönlich die beste Schleichspielserie, sind wir vielleicht sogar einer Meinung, ist die Batman
Serie, wie ich sehr, sehr cool finde. Und deswegen, ich kann als Attentäter, ja, als dunkler Rächer oder Assassiner halt gar nicht genug Gadgets haben, mit denen ich in einer offenen Welt experimentieren kann. Und da gehört für mich auch eine Kutsche dazu, dafür gehört für mich dieser Greifhaken dazu, ob das alles so funktioniert. Aber ich finde, es ist genau der richtige Weg, das zu probieren, weil wir werfen gerade so Serientätern immer wieder vor, gerade in Call of Duty ist das sicherlich das plakativste Beispiel, dass sie ja immer nur das Gleiche machen. Und Assassin's Creed ist für mich eine Serie, die eben zeigt, wir versuchen was Neues, wir versuchen das, was ihr kennt, neu zu interpretieren. Vielleicht ganz kurz noch meine Position. Ja, also ein Closing Statement bitte, weil danach sind wir hier okay, durch. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass es kein Assassin's Creed 1 ist. Also das ist jetzt der achte Serienteil. Ja. So, und ich finde, dass Unity war wie Teil 2. Es war die Ubisoft-Formel in ihren Basics etabliert in der Current Gen, in der neuen Generation von Technik. Und ich bin da ganz deiner Meinung, dass es einfach jetzt erstmal die Grundregeln etablieren sollte. Und was ich denke, ist, dass Assassin's Creed Syndicate wird kein Assassin's Creed 2, sondern es wird ein Brotherhood. Es wird ein paar Mechaniken nehmen, die Assassin's Creed 2 oder Assassin's Creed Unity schon vorgefertigt hat und das ein bisschen verbessern, ein bisschen modernisieren, aber nicht in dem Maße, wie ich mir das von einem achten Teil von der Serie wünsche. Ich denke, der achte Teil nach einem Black Flag muss einfach spielerisch mehr leisten als Kutschen und Wurfmesser. Das ist einfach der Anspruch, den ich an die Serie habe. Und das meine ich sowohl in der Story als auch, ich meine, ich verstehe deine Position, aber sowohl in der Story als auch im Gameplay habe ich einfach nach so vielen Serienteilen einen anderen Anspruch daran, welche Schritte das macht. Und ich denke einfach, dass klar in dem Zyklus, in dem entwickelt wird, in dem Assassin's Creed entwickelt wird, das Feedback, das sie aus Unity bekommen haben, natürlich nur in gewissem Maße umsetzen konnten für ein Syndicate. Der Syndicate lebt von demselben Drive, den Unity schon hatte. Das ist dieselbe Richtung. Und vielleicht sieht man danach im Nachfolger von Syndicate, wann immer er dann spielen wird, ob in der Steinzeit oder in Rom oder was weiß ich, sieht man dann vielleicht irgendwie wirklich eine neue Richtung, dass es sich ein bisschen wiederholt wie in der Last Gen. Gut, wunderbar. Wir sind gespannt. Vielleicht verratet ihr da draußen uns ja in den Kommentaren, wie ihr zu Syndicate so steht. Also entwickelt sich das in die richtige Richtung? War Unity ein gutes Spiel? Oder hofft ihr einfach nur, dass Syndicate einfach nicht ruckelt? Wir sind gespannt. Vielen Dank an meine beiden Diskussionsteilnehmer. Bis demnächst. Ciao.